Mehr Sicherheit für den Patienten, so das Motto bei der Caveomed GmbH. Es geht um Medizintechnik und bei mir ist Professor Dr. Albertus Scheule aus Tübingen. Hier auf dem 5. Venture Capital Pitch in Stuttgart des Landes Baden-Württemberg. Wir wollen natürlich auch Ihr Startup vorstellen. Wie lässt es sich in einfachen Worten erklären, Herr Professor? Also wie Sie schon erwähnt haben, wir sind im Bereich der Medizintechnik tätig. Wir beschäftigen uns mit dem akuten Verschluss von Gefäßen, von Arterien. Diese Therapieform ist äußerst komplikationsträchtig. Viele Patienten sterben unter dieser oder während dieser Therapie und wir wollen diese Therapie mit unserem Produkt CaveoVasc sicherer machen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? War das ein sehr langer Prozess oder war es ein Blitzgedanke, der faktisch über Nacht kam? Nee, eindeutig langer Prozess. Ich bin ja selbst Herz- und Gefäßchirurg und habe diese Idee auch mit Kollegen diskutiert. Und die einheilige Meinung war, dass CaveoVasc mit hier der patentierten Doppelballontechnik diese komplikationsträchtige Therapieform sicherer machen kann. Also ein langer Prozess, der auch aufbaut auf meine über 20-jährige klinische Erfahrung. Wir können uns das vielleicht ja auch mal anschauen, ne? Wie die Welt durch diese Idee ein bisschen besser wird. Sie haben hier ein schönes Beispiel dabei. Stellen Sie es noch mal vor. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, okay. Also wenn Sie hier mal diese Doppelballontechnik sehen, letztendlich geht es um das. Wenn wir hier sagen, das ist das Gefäß, dann wird momentan über eine Schleuse, das schaut so aus, der Blutpfropf aufgelöst. Gut ist, dass sich durch diese starken Medikamente der Blutpropf auflöst. Schlecht ist, dass die Blutgerinnung im ganzen Körper gestört ist und es hier an der Punktionsstelle zu Blutungen kommt. CaveoVasc drückt mit dieser Ballontechnik auf die Punktionsstelle und verhindert somit Blutungen aus dem Gefäßsystem. Zusätzlich stabilisiert CaveoVasc Schleuse und Katheter während des mehrstündigen Eingriffs. Dies sind die zwei wesentlichen Punkte, wo wir weniger Komplikationen, weniger Blutungen erhoffen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient eine solche Operation übersteht, sind wahrscheinlich deutlich höher. Vorteile für den Patienten ganz klar definiert, oder? Ja. Wenn Sie sich vorstellen, es werden ungefähr 40.000 dieser Therapien jedes Jahr in Deutschland durchgeführt. Über 1600 Patienten sterben bei diesem Eingriff. Nur mal, um das zu verdeutlichen, das ist die Hälfte der Toten im Straßenverkehr in Deutschland. Zusätzlich gibt es noch eine hohe Amputationsrate. Also der Patient im Moment leidet sehr unter diesen Komplikationen. Wie wollen Sie Ihre Kunden, Ihre potenziellen Kunden erreichen und diese von diesen Vorteilen überzeugen? Ich habe natürlich schon mit vielen Kollegen gesprochen. Letztendlich kam bei vielen, nachdem sie das Device CaveoVasc gesehen haben, von selbst der Begriff, oh, das wäre doch was für die Lysetherapie. Es ist weitgehend selbsterklärend. Und oft kam auch der Ausspruch, wenn sich das bewahrheitet, dann wird sicherlich CaveoVasc zum Goldstandard bei der Lysetherapie. Und ich denke, dass die Kollegen dann auch relativ schnell, natürlich immer so mit Studienlage, Studien sind gut in diesem Bereich, auf das Produkt aufmerksam werden und sich von der niedrigeren Komplikationsrate und Sterblichkeitsrate überzeugen lassen. Wie sieht Ihre Vision aus für das Unternehmen? Wo glauben Sie, wo stehen Sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich hoffe, dass die Kollegen und ich erwarte das auch recht haben und dass wir in 5 bis 10 Jahren zum Goldstandard der Therapie bei der Lysetherapie zählen. Das ist die Vision 5 bis 10 Jahre voraus. Da wünschen wir Ihnen viel Erfolg, dass diese Vision auch Realität wird. Das war Professor Dr. Albertus Scheule von der CaveoMed GmbH in Tübingen. Ihnen viel Erfolg für diese Idee und auch hier auf dem 5. Venture Capital Pitch des Landes Baden-Württemberg. Vielen Dank.